Den können wir noch nicht so abzocken. Ja. Heben wir uns für später auf. Genau. Warte mal ab, bis du noch dann richtig gutes Blut hast. Dann kannst du die nämlich auch noch eben verkaufen. Dann kannst du richtig schön Kohle machen. So, Treppenluft. Und Kampfzone. Jetzt können wir uns immer noch entscheiden, wie sollen wir es machen? Sollen wir alles auseinandernehmen? Sollen wir uns da irgendwie durchschleichen? Oder sollen wir... Probieren wir mal ein Nettchen mit reinzukommen, hä? Ja. Okay. Okay, sowas lasse ich mir nicht gefallen. Au. 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 Das ist gut. Das Baseballschläger haben wir schon. Saugen doch auf. Achso, das ist gut. Okay. Oh ja. Das ist ein gut erzogener Mensch. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also, Leute, so ein Mensch, wie wir gerade ausgesorgt haben, könnte 9 bis 10 Blutpunkte einbringen. Ja. Da, vergiss das Geld nicht. Damals habe ich voll den Fehler gemacht und bin daran voll vorbeigelaufen und habe vergessen, das Geld mitzubringen. Tja. Da liegt noch jemand. Was? Wo? Geh mal in den Schleichmodus. Schau mal, bitte. E-Mail und Surfcheck. Kannst du vergessen. Ist nur Wetterbericht und ja. Wow! Wie, du hast dich gerade erschreckt? Dann spiel mal Doom 3. Das war kein Erschrecken, das war nur ein Wow, da liegt ja wirklich noch jemand. Das wird jetzt auch sein. Autoradio. Wow! Mitnehmen. Wow. Und das nehmen wir natürlich auch mit. Das können wir noch für gutes Geld verkaufen. Auf alle Fälle. Hat es eigentlich einen Kühlschrank Blut? Oder geht das überhaupt? Okay, geht nicht. Okay. Warte mal, war da gerade nicht noch irgendwie ein Buch, oder? Nee. Nein, hier ist kein Buch. Bücher sind was Feines. Gott, liegt hier viel Sachen rum. Hier sind ja auch viele Leute gestorben. Ja, woran denn nur?
Ach, ich weiß es nicht. Sag du es mir. Du bist dafür verantwortlich, nicht ich. Die haben mich angegriffen. Ja und? Erinnere dich an die Worte von Jack. Selbsterhaltung darf man. Ja und? Später. Du hast doch Erfahrungspunkte. Fällt mir gerade ein, du kannst sie doch noch ausgeben. Schau mal. Wer steht denn da oben? Na, wer ist dieses kleine nette Wölfchen? Ah, der ist mir nie aufgefallen. Der steht ja die ganze Zeit. Aber wir wollen nicht verraten, wer es ist. Oder was es ist. Noch nicht. Ja, was ist das, haben wir schon gesagt. Das ist ja ein Wolf. Oh, ein Wolf. Der ist mir nie aufgefallen, ganz ehrlich. Tja, da sieht man, wie du das Spiel spielst. Hast du Tollwut? Nein. Ich würde mal sagen, du guckst beim Auftragsbuch nach. Ja, das sind alles unsere Aufgaben. 1, 2, 3, 4, 5 Aufgaben. Eine haben wir schon mal erfüllt. Wuhu. Wollte gerade sagen, meine Details. Weil in meinem Charakterbildschirm. Erfahrungspunkte. Bla bla. Wee. Bong. Auf die Tür. Puff. Was? Ja, das ist dein Typ da, dieser Endzeitapostel. Stimmt ja. Ist ein Steiner. Vor allem finde ich das cool, wenn du das als Nosferatu machst. Wenn du dann die Frau ansprichst. Oh, Jesus Christ! Mach das ein paar Mal und ich verreck an Herzversagen. Ist so! 5 Punkte, wir können sie jetzt entweder für Disziplin ausgeben, da brauchen wir erstmal 5 Punkte, oder wir geben sie für Fähigkeiten oder irgendwas anderes aus. Was könnte man eher brauchen? Überredung, Überredungskunst, oder? Na, das war's. Du hast noch einen Punkt. Wir müssen erstmal wieder auffüllen. Tiernüsse von Ratten. Wussten Sie das? Okay. Nun holen wir noch ein bisschen Geld aus dieser rollen Tante. Und tschüss. Way, $50. Oh, schaut euch den Typen an. Der kommt auch noch später.
hat er auch noch eine Rolle zu spielen. Sehr unfreundlich. Naja. Der, wie gesagt, der hat später auch noch eine Rolle. Na klar, doch ja.